Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 3. Ja, im letzten Part haben wir die Screw-Attack an einen ganz komischen Ort bekommen. Und ja, wir haben ein neues Gebiet freigeschalten. Und ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Mit der Screw-Attack entweder nach Elysia zurück oder hier auf dem Bryo bleiben. Oder wir sind ganz gewagt und gehen einfach mal ins neue Gebiet. Ich glaube, da hätte ich jetzt Bock drauf. Wir gehen einfach mal ins neue Gebiet. Schauen wir mal. Weil was soll groß passieren? Wir gehen einfach mal hin. Komm, auf geht's. GFS Valhalla. Auf geht's. Und los geht's. Miau. Wum. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Was? Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, dass man hier noch ein Level hatte. What? Okay, das ist alles sehr interessant. Was gab's denn hier? Ach, ist das Raumschiff von ganz am Anfang? Das ist cool. Na dann, auf geht's. Vorgabe erfüllt. GFS Valhalla. Okay, erstmal natürlich hier alles abscannen. Was ist das denn? Kann ich das scannen da hinten? Ja, kann ich. Wrack einer Föderationsfregatte. Rumpfert einen direkten Treffer von einem Piratenzerstörer erhalten. Aha. Was ist das? Stilettojäger wurde im Kampf für Schädigkeit ein Lebenszeichen im Schiffskörper entdeckt. Samus Scan, wieso hat natürlich einen Lebenszeichen-Scanner integriert, weil das ja logisch ist. Frag eine Stilettojäger. Okay. Das sieht aus wie eine Energiezelle. Energiezelle geborgen. Derzeit im Inventar zwei Energiezellen. Ob ich denn die eine her? What? Okay. Das ist random. Na gut. Ach, schon cool, auf so einem zerstörten Schiff wieder zu gelangen. Das ist echt cool. So, was ist das? Energiezellenstation. Ah, okay. Na dann. Rein damit. Ich fahre in Richtung... Schwupp. Schwupp. Dip, dip, dim, dim. Okay, dann können wir ja jetzt die Tür öffnen, nicht wahr? Schwupp! Sehe ich da irgendwo Gegner? Natürlich. Was seid ihr? Waren das Metroids? Oh, ich habe ihn gegrillt. Huch! Das wollte ich nicht. Eigentlich. Soldat weist zahlreiche Einstichwunden auf. An den Wunden lässt sich Fason entdecken. Aha. Frachtwagen ist mit Plattform. Leute, mein Explosionsschuh als Ursache hin. Was bist du? Scan wahrscheinlich. Zugriff auf Daten der Energiezelle. Energiezelle? Puff. Wir sind hier auf jeden Fall nicht allein. So viel ist klar. Wir müssten nur... Oh, ich kann die verbrennen. Das finde ich... Finde ich ja ein bisschen brutal, ne? Aber gut. Schwupp. Was ist denn mit ihm passiert? Diesen da wurden seine Bioenergie komplett entzogen. Nur eine spröde Hülle blieb von seinem Körper zurück. What the fuck? Geh mal weg, bitte. Ich muss die sogar zerstören. Okay. Sonst wäre ich nicht an dem Scanner hier gekommen. Da seid ihr wieder. Ihr Viecher. Was seid... Hallo, ich will da die Viecher scannen. Nein, ich wollte so eine Metroid scannen. Sind doch Metroids. Miliroid.
Von geringer Bedrohung. Jugendtiere verfügen über keine besonderen Kräfte. Natürlich müssen irgendwann die Metroids auftauchen. Und jetzt ist es also soweit. Wer bist du denn? Morphogen die Shellsack. Blätter zur Verteidigung so lange auf, bis er platzt. Dabei setzt es jetzt sehr aggressive Substanzen frei. Okay. Jetzt ganz schön viel aus, Kollege. Wieder mal eine dieser Lebensformen, wo ich mir frage, wie zum Teufel vermehren die sich? Das ist irgendwie kontraproduktiv, sich bei jeder, sobald jemand zu nahe kommt, sich zu explodieren. Oh nein. Oh nein. Verschwind einfach. Da kommt aggressives Fasern raus aus den... Ich seh dich ganz genau. Du komischer Käfer. Schwind. Bist oben drauf. Ach so. Sag mir das doch. Komm ich da irgendwie hoch? Ja, ich komme hoch. Moment. Das ist gerade echt, aber ich finde das Level gerade cool. So, dann bläde ich mal auf und tschüss. Puff. Okay, hier ist zwar eine Tür, aber ich glaube an dieser Tür glaube ich nicht vorbei, oder? Ach doch, ich kann hier einfach rüberspringen, ja. Pff. Ja, gut, ne? Warum einfach? Wenn es auch kompliziert geht. Okay, gehen wir halt erstmal hier durch, wenn die Tür natürlich mal laden würde. Was haben wir denn hier? Was seid ihr denn? Hoffentlich Fasernegel, friedfertiger Aasfresser, der sich ausschließlich von verwundeten Organismen und Kadavern ernährt. Okay, zahlreiche starke Energieverbrennungen deuten darauf hin, dass dieser Pirat eine Energiegranate in nächster Nähe detonieren ließ. Todesdaten wurde durch enorme Druckwelle eine Energiegranate verursacht. Okay. Scheint mit einem starken Stoß. Puff. Verschwindet, ihr Drecksviecher. Ah! Ich mag euch nicht. Also, ich finde es aber immer cool, so die ganzen Leichen zu scannen, um zu erfahren, wie die krepiert sind. Schweres Schädeltrauma infolge eines starken Aufpralls als Todesursache identifiziert. Okay. Ich das schon wieder kaputt? Entscheidend wieder einen starken Stoß. Habe ich doch gemacht! Achso, nur das untere Teil. Natürlich. Klaro fix. Bald habe ich schon wieder das Gefühl, ich würde 1000 Sachen verpassen. Das ist echt schlimm. Oh, schon wieder so viel 1000 Milliarden Wege. Ah, nur! Ständig Angst haben, dass aggressives Faser draus kommt. What the hell? Meine Güte. Verschwinde Fasern. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich weiß nicht, wo ich lang muss, also. Was ist hier passiert? Soldat schleppte sich offensichtlich zum Aufzug, bevor er aus nächster Nähe niedergestreckt wurde. Kleider ohne haltbare Festigung und sie mit einem starken Gruß einreißen lässt. Aha. Aha. Und wir haben hier eine Energiezelle. Na dann stopfen wir doch die mal rein, ne? Schwupp. Dab, 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 dab. So, Samus, du darfst gerne. Das geht nicht, okay. Dann nehmen wir das. Okay. Aber ich höre hier doch, aha. Moment. Ich hab's gesehen, Friends. Lass mich doch mal da rein. Dankeschön. Wusch. Ich höre alles, Freunde.
Okay. Ich komme der Sache auf den, auf die Spur. Wartet nur ab. Bin ich denn jetzt? Das hat's natürlich gebracht. What? What? Aha! Da ist das Missile Expansion. Nice! Yay! Das war schon alles hier. Ach so. Na gut. Natürlich muss ich den ganzen Weg außenrum fahren. Natürlich. Nur um wieder nach oben zu kommen. Ist ja logisch. Meint, warum denn auch nicht, ne? Aber wir haben es zumindest gefunden, das Secret. So. Was ist das hier? Push? Nein. Oder doch? Ja, wir sind ganz leider im Boden erlaubt. Achso. Achso. Ja. Hier draußen ist Vakuum oder was? Oder wie? Nee. Warum? Au. Puff. Komisch. Komische Viecher sind komisch. Okay, hier brauche ich eine Energiezelle. Okay. Aber ich habe keine Energiezelle mehr. Und hier brauche ich den Mehrfachschuss. Ah. Was war das? Okay, hier brauche ich also eine Energiezelle und den Mehrfachschuss, um weiterzukommen. Na gut. Kriegen wir aber alles bestimmt hin. Irgendwann. Na, momentan nicht so. Okay. So, wusch. Na dann, wir hatten ja noch ein paar andere Wege zu erkunden, nicht wahr? Schauen wir mal. Wenn die Tür den Läden laden würde. Danke. Okay. Achso, hier war ich ja schon. Stimmt. Ich erinnere mich. Du scheiß Viech, verschwindest. Puff. Ah ja, und hier, genau. Da war unten noch irgendwo ein Weg. Irgendwo hinter mir, genau. Den gehen wir natürlich auch noch lang. Da bleiben uns ja jetzt nicht mehr viele Optionen offen. Am Anfang dachte ich ja, hey, das Gebiet ist schon wieder riesig. Aber wenn wir überall Energiezellen und dergleichen brauchen, hat das natürlich hier ein schnelles Ende. Nicht sicher durch die... Okay. Wieder mal ein Scan. Zugriff auf Daten der Energiezelle. Kann ich die nicht irgendwie? Ist doch eine Energiezelle, die will ich haben. Okay. Randomness. So was ist das. Zugangsrampe abgesenkt. Oberer Stock, unzugängliche Einheit ohne Energie. Hier kann ich wieder eine Energiezelle. Nein, zwei Energiezellen reizen. Was? What? Und hier geht es jetzt auch nicht weiter, oder wie? Oder was? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Tja, ne? Freunde. Das heißt, ich brauche den Mehrfachschuss. Ne, da vorne war ich noch nicht. Moment. Moment. Da können wir noch hin. Mal schauen. Hallo. Danke. Nee, wartet mal. Wo war denn das? Hat doch bestimmt einen Grund, dass ich da vorne nicht war, oder? Hat das einen Grund? Ah, ich muss es alles probieren. Sorry. Sorry. Da. Komische Viecher. Lasst mich doch alle in Frieden. Au.
Meine Steuerung spinnt mal wieder, hey. Es ist ja was ganz Neues. Dass die Bewegung schon mal spinnt, das hatten wir fast noch nie. Never ever. Hallo? 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 Danke. Wow, das ist ja. Hey, das war schon der Raum? War das der Raum? Na komm, mach auf. Nee, hier drin war ich noch nicht. Aus irgendwelchen Gründen. So, jetzt ist hier wieder so ein Ding, jetzt möchte ich das mal lesen. Zugriff auf Daten der Energiezählerstatusbericht übertragen und in Datenbank abgelegt. Das lese ich jetzt mal kurz. Energiezählerstatus unbekannt. Daten zeigen an, dass die Energiezelle mit einer verborgenen Brenngelpumpstation verbunden ist. Aha. Aha, das zeigt mir also an, wo ich die Energiezellen finde. Was ist das hier? Okay. Da unten ist wieder ein Missile Expansion. Wie komme ich da rein? Da hier, seht ihr das? Boah, ist das schlimm, ne? Ich höre dieses. Ich weiß aber nicht, wie ich rankomme. Ah! Und das Ding kann ich nicht wegmachen, oder was? Trümmer blockieren den Weg, das Hindernis lässt sich eventuell durch Explosionsstöße räumen. Aha! Und das? Explosionsstöße, okay. Puff! Puff! Was bist du denn? Was seid ihr denn? Waffenglied Faser und Springe mit kristallisierter Faser und Schicht überzogen. Verspeit aus der Distanz eine aggressive Substanz. Okay. Kein Bock auf euch. Ganz ehrlich. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Okay. Ich sehe gerade hier oben, kann ich irgendwo rein. Oben kann ich irgendwo rein. Wahrscheinlich da. Da oben. Wie komme ich denn da ran? Muss ich von da? Muss ich da? Muss ich da oben irgendwie rein? Okay. Das ist interessant. Geh erstmal weiter kurz. Ah, nee, warte, Moment. Hier komme ich her. Moment, hier komme ich her. Aber hier kann ich doch schon mal rein, nicht wahr? Oder auch nicht. Haben wir gleich, haben wir gleich. Schwupp. Jawohl, jetzt kommen wir rein. Zack. Und hole ich mir meinen Missile Tank. Dankeschön. Und ich muss den Part beenden übrigens. Ganz dringend. Ja, ja, ja. Okay, ich glaube aber weiter können wir hier noch gar nichts machen, oder? Ich meine, hier oben ist irgendwas, aber wie ich da rankomme, kein Plan. Kein Plan, hier oben komme ich irgendwo hin, aber wie ich da hinkomme, ich weiß es nicht. Komme ich aber auch nicht irgendwie ran. Ha. Na gut, Freunde, ich würde sagen, ich beende erstmal an dieser Stelle den heutigen Part. Erfolgreich war das zwar nicht, aber es war lustig. Und ja, dann machen wir im nächsten Part weiter. Und ich würde sagen, also dann, bis dann. Ciao, Leute.